Meine kleinen Meerwasserfreunde, heute geht es wieder um das Meerwasserbecken, denn wir haben heute Donnerstag. Donnerstag, wisst ihr, ist ja das Filmchen für die Meerwasserfreunde. Und zwar habe ich heute mir mal gedacht, wir werden Mulm absaugen in das Becken, weil ich immer noch so ein bisschen mit Algen da zu tun habe. Im Augenblick geht es, aber das werde ich euch gleich mal zeigen. Und jetzt was ganz Neues, ich habe heute eine Kamerafrau und die stellt sich mal vor. Hallo, ich bin Jonas. Ich bin 7 Jahre und ich helfe heute meinem Opa. Genau, sie wird mir helfen und dann wird sie euch immer so ein bisschen was dazu erklären, warum ich das mache. Aber wir quatschen nicht lange, wir legen los. Und jetzt kannst du das... Ja, mein Opa macht eben gerade das Salzbecken, weil die Fische im Meer auch Salz haben. Und er muss gucken, nicht, dass er so viel Salz hat. So. So, jetzt gucken wir uns mal die Korallen an und die Jonah sagt gleich mal, warum der Opa jetzt das guckt und was wir denn gleich machen. Was machen wir gleich? Machen wir. Ja. Kannst du schon ein bisschen näher rangehen? Und ja, Opa macht das jetzt sauber, die Scheiben, und dann danach, wenn die Scheiben fertig sind, macht er unten ein bisschen den Schmutz raus. Jetzt gucken wir erstmal die Korallen ab, ob die alle gesund sind und falls welche krank sind, nee, müssen wir das sauber machen. Nee, wenn welche krank sind, muss der Opa mit seinen Testgeräten das Durchtesten des Wassers, um zu schauen, ob vielleicht manche Werte nicht stimmen. Ne? Im Meer haben wir ja auch, die Temperatur muss im Wasser stimmen. Ne? Im Wasser, wenn du baden gehst. Ne? Und dann sieht man hier, guck mal, das sieht man sehr selten. Filmt es mal, bitte. Hm? Das ist so eine kleine Schnecke. Die hat so einen Fühler. Und die kräuschelt immer durch den Sand und macht dadurch den Bodengrund ein bisschen sauber. Ne? Und hier auch, guck mal. Wichtig ist ja auch bei so einem Meerwasserbecken, ne, dass wir hier Strömung haben. Ne? Denn du, was hast du, wenn du im Meer baden gehst? Was ist da immer so hoch, wo du springst? Die Wellen. Richtig. Und das machen wir hier mit, die Strömung und die Wellen. Pumpe mal, film mal die Pumpe, dass die Zuschauer die Pumpe sehen. Das macht dann die Strömungspumpe, ne? Ja. Und was machen wir, und dass das Wasser hier immer sauber ist, haben wir einen Filter noch da oben. Ne? Siehst du? Ja. Ja. Und was ist noch wichtig im Meer? Das? Dann eine Lampe eingebaut ist. Richtig. Und draußen haben wir ja dir für die Sonne. Sonne. Dass das Wasser, dass die Korallen ihr Licht kriegen, ne? Ja. Dann mach mal. So, und jetzt macht die Jonah schön die Scheiben sauber, ehe wir anfangen, das Wasser rauszusaugen, ne? Das ist ja wichtig, denn wir wollen ja was sehen, wie es unsere Tiere, die da gibt. Denn Korallen sind ja Lebewesen, nicht, Jonah? Ja. Ja, die bewegen sich ja. Das ist ja nicht wie bei Pflanzen, ne? Pflanzen sind zwar auch Lebewesen, siehst du, das muss man immer ein paar Mal machen, ne? Sonst kann man nicht durchgucken. So, bist du jetzt fertig damit, Jonah? Nee, eine kleine Stelle. Ja, dann mach mal noch. Wo steht denn jetzt? So, so. Leuchtet. Warte mal, sieht so aus an. So, was mache ich jetzt? Die Pumpe sauber machen. Richtig. Die muss man ja sauber machen. Man sieht gar nichts. Nee, erstmal das, weil ja dann die Strömung nicht mehr durchkommt, wenn die Löcher verstopft sind, ne? Ja. Und wenn wir keine Strömung haben, das mögen die Korallen überhaupt nicht, ne? Nee. Weil ja im Meer haben wir Fische. Und? Was ist da hoch? Was bewegt sich im Meer ganz doll und schäumt? Die Wellen. Richtig, ne? Und deswegen haben wir ja mehr auch die Wellen. Muss ja alles so ein bisschen zusammenspielen, ne?
Und die Strömungspumpe macht ja zum Beispiel auch den Dreck aus der Ecken raus, pustet's raus, ne? Ja. Ne? Und das war, wenn, dadurch haben wir eine schöne Wasserbewegung und dadurch macht der Filter das Wasser wieder sauber. Richtig, ne? Und in der Natur macht es das halt die Strömung und die Wellen, ne? Und manchmal gibt es ja auch Stürme in der Natur, ne? Da wird der Griff ganz doll durchgepustet. Und das ist dafür da, dass das Riff sauber wird, ne? Ja. So, und was muss der Opa jetzt machen? Jetzt muss der Opa die Pumpe ausmachen. Opa, ich kann, glaube ich, nicht mehr die Kamera bald nicht mehr halten. Gut, dann macht der Opa gleich aus. Oder die Jonah macht jetzt mal aus. Jetzt macht Opa das Mulden raus. Ja, den Dreck, ne? Ja. Immer die Mulmsocke, Glocke. Man sieht alles, ich muss gar nichts machen. Siehst du auch den Mulmsauger? Ja. Aber siehst du das, was hier rauskommt? Das sind die Futterreste, ne? Was so übrig bleibt. Oder halt auch abgestorbene Sachen. Mach ich ja nicht so oft. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Und zwar, das muss noch aus. Opa vergessen. Oh, das sollte nicht passieren. Warum pustest du da rein? Überall hier. Kappe hatte ja schon letztes Mal so ein bisschen aussortiert gehabt. Und zwar die Affenhaarkoralle. Eigentlich wollte ich die hier noch mehr rausnehmen, aber. Ja, siehst du das? Siehst du das noch alles? Ja, man sieht alles. Es ist super eingestellt. So. Jetzt muss ich mal was probieren. Und zwar da hinten in eine Ecke hinkommen. Kannst du aus die Kamera machen, ruhig. Das reicht ja, was wir hier gefilmt haben. Ne? Sag mal. Also, Opa füllt jetzt wieder Wasser rein, wenn das Becken auch voll ist wieder. Weil wir haben es ein bisschen leer gemacht. Ne? Das können die Fische sich wieder wohlfühlen, ne? Ja. Das ist ja fast zu voll, ne? So. Ja. So. Ach, warte, die hast du. Mach das anders jetzt. Drück mal kurz aus. Ja. Das war ein kleines Videoschen dazu. Jetzt haben wir so ein bisschen den Mulm rausgeholt aus dem Becken. Und ihr habt ja auch gesehen vorne, Affenhaar habe ich ein bisschen aussortiert, weil doch ein bisschen viel geworden ist. Und dort unter hat sich auch relativ viel, sagen wir mal, Dreck angesammelt. Und ich gehe davon aus, dass man halt auch mal vielleicht noch ein paar Krebschen reinsetzen kann oder halt noch mehrere Schnecken reinsetzen kann. Aber das wird höchstwahrscheinlich dann im September passieren, wenn ich das größere Becken habe. Deswegen sage ich schon mal euch Tschüss und wir werden uns spätestens beim nächsten Video sehen. Jetzt bist du dran. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und stopp.